Hallo Jochen, schönen guten Tag. Du hast geschrieben, du musst öfter mal unsere normalen Zahlen, die arabischen Zahlen, in römische Zahlen umwandeln und dann für irgendwelche Dokumente einsetzen. Und manchmal fällt es dir abends schwer, nachzudenken, was ist denn jetzt die römische Zahl, zum Beispiel von der 38. Da gibt es in Excel wirklich eine ganz tolle Funktion, die heißt nämlich einfach auch nur wirklich römisch. Ich klicke die mal an. Jetzt gehe ich mal in meinen Funktionsassistenten, da werde ich nach der Zahl gefragt. Okay, diese Zahl will ich umwandeln und jetzt fragt mich das Programm nach dem Typ. Typ ist eine Zahl, die den Typ der römischen Zahl festlegt. Kann ich nicht viel mit anfangen? Ich setze hier einfach mal die 0 ein. Bestätige das mit okay. So, jetzt kriege ich die 38. Das ist 3 mal die 10, einmal die 5 und 3 mal die 1. Okay. Dieser Typ. Wenn ich hier das mal rausnehme und setze jetzt hier die 0 ein, dann kriege ich nämlich jetzt wieder von Excel diese fantastische Funktionshilfe. 0 ist also die klassische Anzeige. Mit dem Typ 1 wird es irgendwie versucht, ein bisschen knapper zu machen, bei 2 und 3 auch und bei 4 vereinfacht. Okay, probieren wir doch einfach mal aus. Ich gebe meine Formel weiter und ändere einfach hier hinten mal den Typ. Da mache ich die 1 von. Hier mache ich die 2 von. Da mache ich die 3 von. Und hier mache ich die 4 von. Okay. Hat hierbei nicht gut funktioniert. Dann probieren wir es mal mit der Zahl 4 aus. Ist auch das gleiche. Nehmen wir mal die 290 oder 398. Auch noch alles gleich. Nee, jetzt nicht alles gleich. Hier hat sich zum Beispiel schon was geändert. Dann nehmen wir mal. Gehen wir mal von der 1000 ein bisschen runter, nehmen wir 985. Ah, da kann man es zum Beispiel auch sehen, dass es sich ein bisschen verkleinert. Aber es ist halt immer unterschiedlich, bei welchen Zahlen was ist. Ah, hier ein gutes Beispiel, hier kann man es richtig schön sehen, dass es sich also so entsprechend verändert hat, verkleinert hat. Was man also auch für Varianten machen kann. Jochen, ich denke mal, probier das einfach mal aus. Also einfach römisch eingeben und wenn du die klassische Variante haben willst, musst du Typ 0 eingeben. Du kannst den Typ auch ganz weglassen, dann kommt automatisch die klassische Variante oder die Umwandlung in die römische Zahl. Und ich denke mal, abends nach einem Glas Wein ist das echt eine nützliche Hilfe. Würde mich freuen, wenn ich einen Daumen hoch kriege und dir geholfen habe. Danke und tschüss.